Dann setzen wir den Plan mal in die Tat um. Wunderbar. Parkettboden fast vollständig verlegt. Schick, schick. Eigentlich doch ein bisschen seltsam mit der Tür. Sollte vielleicht. Naja. Okay, hier ist die Markierung für den Keller. Der Aufgang im Turm. Der sollte dann wahrscheinlich hier irgendwo sein. Weil es gibt natürlich dann einen Aufgang in die nächste Ebene über eine Leiter. Das ist bei einem Turm einfach praktischer, als da irgendwie Treppen zu bauen. Ja. Okay, dann. Gute Nacht. Da sind wir wieder. Aha. Da wankt doch irgendwo ein Zombie rum. Okay. Das erste Mal, dass ich mit dem Texturenpack Zombies sehe. Da ist ja richtig was los da draußen. Einwandfrei. Muss man dann gleich mal die Beute da einsammeln. Alles klar. Dann können wir jetzt hier noch ein Fensterchen setzen. Dann haben wir hier Fenster Nummer 2. Doch, nicht schlecht. Okay, dann soll es natürlich noch weitere Fenster hier geben. Da linse ich mal auf meinen kleinen Bauplan. Ist die Frage, ob das so funktioniert, wie ich mir das vorstelle, weil ich, wie gesagt, das mit den Innenmaßen nicht bedacht habe. Aber das sollte funktionieren. Dann fange ich halt mal auf der Seite an. Und zwar erstmal die Fackel hier weg. Eins. Zwei. Drei. So soll es natürlich nicht bleiben. Es soll zwei Blöcke hoch werden. Also großzügige Fenster, damit man auch gescheit was sieht. Das kann ich aber hier machen. Um mal zu sehen, aussieht. Was wankt denn da oben lang? Ach, da oben auf dem Berg mal wieder ein Creeper. Meine ganz speziellen Freunde. Die sich einfach aus dem toten Winkel anschleichen und dann in die Luft fliegen. Das sieht doch nett aus. Dann werden wir hier auch gleich mal das Fenster setzen. Aber zumindest auf Ebene 1. Richtig schöne Aussicht. Also wir werden dann neben jede Menge Holz am Ende dieses Bauvorhabens auch noch einiges an Glas benötigen. Da ist doch tatsächlich noch ein Creeper unterwegs. Müsste der nicht langsam mal verschwinden? Aber das hat sich schon gelohnt. Jetzt sehen wir nämlich immer, was hier rundherum so abgeht. Doch, das gefällt mir bis jetzt ganz gut. Es entspricht auch weitestgehend dem, was ich mir so vorgestellt habe. Ich fände es ja toll, wenn der Kollege da mal das Zeitliche segnet. Oder sich einfach in Wohlgefallen auflöst.
Aber er schleicht da weiterhin durch das Grasland. Das gibt's doch gar nicht. Ist doch jetzt schon ziemlich lange hell. Man kommt zu nix. Okay, müssen wir halt auf den Kollegen ein Auge haben. Das Schwert wird natürlich nicht mehr lange halten. Der sieht uns jetzt nicht. Viel Glas habe ich auch nicht mehr. Da muss ich dann bald mal für Nachschub sorgen. Jetzt ist er, glaube ich, verschwunden. Ey. Schubst mich hier nicht durch die Gegend. Kollege. Jetzt werde ich mal das Provisorium entfernen. Ich fände es auch irgendwie schöner, wenn diese Reihe hier weg ist. So sieht das doch ganz nett aus. Schweine und Schafe. Wunderbar. Ach, hier hinten sind doch vorhin die ganzen Monster gestorben. Richtig. Pfeile. Ich habe hier gerade noch einen Knochen gesehen. Schon eingesammelt. Hm. Der ist wohl verschwunden. Also diese Höhle dann, oder? Das ist ja nicht wirklich eine Höhle. Schwer zu sagen. Geht ziemlich weit in den Berg rein. Die Blätter sehen auch interessant aus. Haben nicht alle die gleiche Farbe, sondern unterschiedliche Farben. Nett, nett. Wenn nur nicht diese Grafikfehler wären. Okay. Bevor ich hier wieder vor lauter Quatschen und Gucken aus dem Auge verliere, was ich eigentlich machen wollte. Eigentlich müsste ich hier noch eine Treppe hinsetzen. Dazu müsste ich mir ein paar Steine besorgen. Ich habe nur noch 4. Das können wir ja an dieser Stelle hier machen. Und dann irgendwie auch mal hoffen, dass wir dann nicht auf irgendeine riesige Höhle stoßen. Obwohl, interessant wäre es schon, direkt vor der Haustür. Ah, ich weiß, denke ich, mich noch ein bisschen daran erinnern zu können, wie die Treppe aussehen muss. Dann beim Craften, aber ich weiß nicht mehr genau, wie viele Blöcke ich dafür brauche. Ich brauche erstmal nur eine Treppe, ist ja so eine Art Aufgang. Aber ich denke, das reicht. Hier haben wir dann quasi einen kleinen Steinbruch direkt vor dem Haus. Hm, ob das dann schön aussieht, ich weiß nicht. Okay, dann versuchen wir doch mal hier eine Treppe hinzuzimmern. Hierhin. Dann Steine. Zack, 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 zack. Nee. Humbug, so. Ach, okay, man kriegt gleich 4. Das ist mehr als genug. Hoffentlich kann man die auch so setzen, wie ich mir das jetzt gerade vorstelle. Na, sehr hübsch. Ein kleiner Treppenaufgang. Diesen See werden wir dann auch so ein bisschen beschönigen. Bei Gelegenheit. Alles klar, jetzt... Ah, jawohl, ich wollte doch Leitern bauen, um quasi einen Aufgang zum Dach zu schaffen. Das wäre natürlich cool, wenn ich das gleich hier drinnen mache. Da muss ich nochmal kurz auf meinen Plan linsen, wie ich den Aufgang machen wollte. Okay, 2 entfernt hier, 1, 2, dann hier einen Holzstapel nach oben bauen. Nicht so... Na, jetzt wird es hier schon ein bisschen eng. Okay. Obwohl, da muss ich ja dann ein Loch reinmachen. Das heißt... Ach.
die Erde hätte ich auch da lassen können. Dann mache ich mir jetzt erstmal ein kleines Loch da rein. Okay. Leitern. Dazu brauche ich ein paar Stöckchen. Mal schauen, ob das schon reicht an Leitern. Nee, das reicht niemals. Da brauche ich ein paar mehr. So, das wird wohl reichen. Wie viel mache ich denn mal? Machen wir mal so 6. So. Da geht schon wieder die Sonne unter. Ach, herrlich. Okay. Dann hier die Leiter. Das kann ich natürlich immer ganz verwegen. Ein bisschen rumlungern. Ich sollte hier halbwegs sicher sein. Quasi den Boden für die nächste Ebene legen. Okay. Und hinten geht ziemlich spektakulär der Mond auf. Also trotz der blockigen Grafik hat Minecraft auch wirklich hübsche Momente. Da hinten ist tatsächlich noch Licht. Oder ist das ein Fehler? Jetzt wird es langsam dunkel. Okay, na, ich baue lieber tagsüber. Gehen wir jetzt hier mal die Leiter runter. Machen da mal mit einem Dreckklumpen dicht. Nein. Nein. Jetzt. Ja, da kann man natürlich schön eine Falltür einbauen. Allerdings muss ich jetzt ehrlich zugeben, dass ich im Moment nicht weiß, wie man eine Falltür baut. Bett steht natürlich jetzt wieder falsch. Wo stellen wir es denn jetzt hin? Vielleicht hier in die Ecke. Ja, das habe ich übrigens auch geklärt, wie das mit dem Bett ist. Habe ich das eigentlich schon mal gesagt? Keine Ahnung. Auf jeden Fall weiß ich jetzt, oder meine ich jetzt zu wissen, wie man es aufstellt. Also so sollte so gehen. Stell's lieber noch ein. Weiter in den Raum. So sollte auf jeden Fall gehen. Gut, dann hauen wir uns gleich aufs Ohr und diese Episode sollte hiermit wieder zu Ende sein.